Das Problem ist halt immer noch, du kannst Strom noch nicht wirklich speichern, ne? Da ist die Technik noch nicht so weit. Nicht nur das, es bringt nichts, wenn du im Norden Windkraftwerke ins Meer stellst, weil du bringst den Strom ja nicht vom Norden in den Süden runter. Nein, weil noch nicht. Der Verlust ist zu hoch. Und die ganzen Energiespitzen, die es gibt, die werden nur damit ausgeglichen, dass in Frankreich die Atomkraftwerke hochfahren, wenn der Deutsche heimkommt und das Licht einschaltet. Ja. Mhm. Alle gleichzeitig. Und so viel von den Franzosen ist Wahnsinn. Aber gut, keine Energiediskussion wahrscheinlich. Ja. Vorher brauchen wir uns hier auf dem Hof erstmal keinen Kopf drum machen. Mein Ost-LKW fährt mit Sprit. Aber wir können hier ja auch ein Energiekraftwerk errichten, oder so? Biogas-Kraftwerk, glaube ich. Genau, das könnten wir machen. Da könnten wir ja helfen. Ja, wir können Kühe verheizen. Genau, dann speisen wir dann ins Netz. Wenn um 4 Uhr oder 5 Uhr alle nach Hause kommen. Eine Kuh heizt ein ganzes Einfamilienhaus. Biologisch abbaubar. Ja. Und die Kuh ist ja dann gleich. Ah, das Deck ist dann auch fertig. Die ist gleich durch, dann, ja. Die ist ja, dann auch gleich durch. Aber nicht zu 100% biologisch abbaubar, ne? Warum? Knochen dort, da ist schon biologisch abbaubar. Ah, ja, es geht schon. Nee, das kippst du ja wieder aufs Feld. Dünger. So. Zermalste, ab aufs Feld wieder. Ist 100% biologisch unser Methankraftwerk. Bio-Kacke-Kraftwerk. Kack-Kraftwerk. So, es dauert schon lange, dieses monotone Feld hier. Ja, aber alle Felder sind ja monoton, die Maschinen sind nur zu klein. Wir müssen dann die richtig fetten Maschinchen dann verkaufen. Oder zwei. Jetzt, bei mir stellt sich jetzt schon das Déjà-vu-Gefühl ein. Ja. Nein, wir machen dann auf den nächsten Ländereien dann auch langsam so ein paar Viecher hin. Oh mein Gott, da habe ich auch null Erfahrung damit. Schön erstmal Hühner. Hühner sind schön billig und bringen mit ihren Eiern doch ganz schön Knete rein. Ja, die haben die Hühner. Ja. Kastrierten Hühner. Kann man Kühe eigentlich benennen? Ich möchte eine Betsy haben. Nein. Eine Betsy. Kannst du nicht, aber du kannst ja eine aussuchen, die kannst du mal Betsy nennen. Kann man die herumführen? Ich glaube nicht. Nee. Kannst du nicht spazieren gehen? Es geht nicht. Mit Pferden kannst du das, glaube ich. Ich glaube, mit Pferden geht das. Die kannst du ausreiten oder so. Die kannst du auch benennen, ne? Ah, Pferde habe ich ehrlich gesagt noch nie im Simulator hier gehabt. Ja, nee, ich auch. Was macht man mit den Pferden eigentlich? Ja. Reiten. Na, die wertest du nur auf. Die musst du reiten, pflegen und da kannst du verscheuern. Ja, und wie sieht's mit Pflugspannen aus und so? Nee, ich glaube, sowas geht nicht. Das wär's. Den Ochsen vor den Karren spannen, nee, das geht nicht. Ja, dann wird's aber mit der ökologischen Landwirtschaft auch nichts, oder? Doch, Elektro. Nein, mit den Kühen machen wir das dann. Das machen alles die Kühe. Mhm. Ach so, du meinst wegen Flügen und so? Nee, das geht mit Kühen auch nicht. Ja. Aber vielleicht gibt's da einen Mod mal irgendwann. So ein Kuhflug. 2028. Und Ziegen können ja dann quasi mähen. Ja. Da können Kühe aber auch, das ist dann weg. Ja, aber da passt das Mähen nicht. Das Mähen. Ja. Na, du hast es falsch ausgesprochen. Jetzt habe ich es verstanden. Mäh. Was machen die Schafen? Die Schafen. Die Blöcken. Die Wollen. Nee, die Schafe mähen, ne? Nee, mähen. Nee, warte mal. Mö. Nee, die Schafe. Ja, Ziegen. Mäh. Ziegen gibt es doch gar nicht hier, Wolf. Nee? Genau, Ziegen gibt es gar nicht. Wir haben Schafe, haben wir. Ja, die können auch mähen, oder? Ja, die können auch ein bisschen mähen. Die mähen langsamer, glaube ich. Die mähen mehr. Die wollen mähen. Ich sehe ja gar nichts durch die ganzen Bäume. Ach du Grüne. Ich hatte einen etwas älteren Arbeitskollegen, der ist jetzt schon in Pension. Bei dem war das wirklich so. Also der hatte keinen Rasen mehr, der hatte dafür eine Ziege. Ja, es gibt einige, glaube ich, ne? Von und die hatte eine Generation auf dem Dorf. Ja, also ist mitten da. Ja, also, Vorstadt. Auf dem Balkon wäre coolet. Der hat immer einen Baum angemacht und dann hat die mehr oder weniger wirklich im Kreis da das Gras niedergefressen und dann hat er sie am nächsten Baum angebracht.
Und ja, morgens, weil er mag seine Ziegenmilch so. Also eigentlich gar nicht so blöd. Gar nicht so blöd, die Alten. Ja. Ja, es ging nicht anders. So, was haben wir jetzt für Seiten eingestellt? Rechts, rechts. Ich habe nur mehr... Ach nee. Muss ich schauen, ob wir noch Saatgut haben. Na, also von Saatgut müssen wir auch hinten noch was zu stehen haben. Auch neben dem LKW stand noch ein bisschen was. Und vorne am Baum, da wo die, wo der Flug steht, hatte ich glaube ich auch was abgekippt. Bisschen Saatgut. Also nochmal so als... Muss sagen... Als Big Pack. Ich kann das jetzt schon richtig gut, das geradeausfahren. Ja, ja. Du lernst schnell. Das übt ja auch am meisten. Sieht immerhin besser aus als das, was GD letztes Mal gemacht hat. Ja, definitiv. Das letzte Mal hast du auch geflügt. Gesät. Ich habe mit dir zusammen geflügt. Ja, genau. Geflucht haben wir. Geflucht, ne? Aber es ist wie mit Flugzeugfliegen, ne? Erst immer schön mit Autopilot üben und jetzt dann ohne Autopilot. Und dann geht das auch. Also zur Zeit knall ich aber jedes Mal auf die Landebahn. Mahlzeit, Schuhmeister. Ich bin gestern abgestürzt. Ne? Das ist mir noch nie passiert. Das Teil war so schwer vereist. Was denn? Nee, es war halt total vereist. Das kommt ja, aber welches Flugzeug? Was war das? Die 737. Okay. Oh, das war auch noch nie passiert. Die BMG oder wie? Wie bitte? Die BMG 7? Ja, genau. Mhm. Halt lange scheiß Wetter, Wolken ziemlich hoch, keine Ahnung, extrem viel Feuchtigkeit. Jo. Ja, was ist dann passiert? Ich hatte keinen Schub mehr. Ich hatte keinen Schub mehr. Ja, ja, aber schreit das Teil nicht, wenn da Eis entdeckt wird? Ja, hätte ich auch gedacht, ne? Ne, Blödsinn, das ist nur der Airbus, oder? Oder wenn du diese Autoenteisungsfunktion aktiv hast. Ne, also im A310 kommt eine Warnung. Achtung, Vereisungskonditionen. Aber das ist aber bei der Boeing nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Nee, ich hatte gar nichts, nix. Aber die hat ja, da kannst du ja dann umschalten, da gibt es ja diese zwei Ausführungen, die mit Auto, das ist die Luxusversion, die dieses Autoenteisen, glaube ich, hat, wo du nichts mehr einschalten musst und ausschalten. Aber wie merkst du dann das, dass das Ding jetzt gleich Eis gefressen hat? Wie soll ich sagen? Du hast zwar Schub irgendwie, aber nee, du hast keinen Schub, der hat halt keine Power mehr. Hat deine Tragflächen vereist? Ja, ja, Tragflächen und Engines halt, ne? Sieht man das? Ja. Ja, ich flieg ja im Cockpit, ich flieg nämlich da nicht mit aus. Ja, aber mir war jetzt nicht klar, also ich hab's noch nie so beobachtet, ob das bei der PMG dann auch dargestellt wird oder so. Ich hab probiert, schnell Enteisung anzumachen. Nö, keine Chance. Ja, jetzt ein Thermomix bei gehabt, der hat zu schnell heißes Wasser gemacht. Der klappt Stewardess auf bei 30.000 Fuß und geht mal eben rauskippen, oder wie? Geh mal über den Flügel und kipp mal das heiße Wasser rüber. Ach, scheiße. Ja, so ungefähr. Ja, und wie bist du dann runtergeknallt? Wie? Runtergestellt? Beim Landeanflug oder irgendwo mittendrin? Nö, voll in der Pampa. Ich glaube, zwischen Bremen und Nürnberg. Ja, und dann ging es dann irgendwann mal runter, oder wie einfach so? Ja, klar. Alter. Ja klar, du hast ja irgendwann dann keinen Auftrieb mehr, wenn die Flügel feist sind. Genau, und wenn du keinen Schubcontroller hast, ne? Vergiss es. Ich muss das echt mal ausprobieren, wirklich, simuliert. Ich fliege ja immer eigentlich live und hatte jetzt nie das Vergnügen, dass ich in so eine Extremsituation gekommen bin, ja. Wie Beispiel die BAE, die macht auch Eis, da hast du einen Eisdetektor an, aber die macht auch keine Meldung. Ja, es ist der Luxus vom Airbus, der dir alles vorschreibt, was du falsch machst. Ja, machst du mal Außenansicht, dann schaust du dir die BAE an. Oh, scheiße. Ja, dann brauchst du auch keinen Eisdetektor haben. Die funktioniert bei mir irgendwie nicht seit Update 11 richtig. Nee, schlicht die fast jeden zweiten Tag. So. Okay, muss ich mal wieder probieren jetzt. Ah gut, das war noch das Bett, da vielleicht geht's ja jetzt wieder. Heißt eine Zicke, ne, die BAE. Ja, schon ein geiles kleines Kuschelteil. Ich flieg die auch gerne doch. Aber ist halt eine Zicke. Ja, es ist so ein Mini-Boeing, finde ich. Ja,
Hallo, Jens. Ja, wir hören dich. Wir haben dich nur ignoriert, tut mir leid. Nein, alles gut, ich rede mit dem Chat gerade ein bisschen. Ja, dann sind wir mal still, dass du reden kannst. Nee, alles gut. Aber es ist halt auch die Aufgabe des Captains, ein bisschen drauf zu achten, ne? Wenn es Eis gibt oder nicht. Also so ganz aufs Flugzeug die Schuld zu schieben. Eieieiei. Ich dachte, das ist die Aufgabe des Co-Piloten. Ja, absolut. Das ist das Eismann. Der Captain ist ja... Gibt es nicht einen Eismann an Bord? Captain startet und landet und lässt sich feiern, oder? Ja. Meistens so wahrscheinlich. Ungefähr. Die restliche Zeit, Sleeping-Modus. Ich glaube, diese Zeit ist auch vorbei. Ausnüchtern, ja. Erstmal ausnüchtern und das, von der Party vorher. Habt ihr das mitgehört, wo sie jetzt quasi versuchen, dass nur mehr die eine Mann-Regel, also dass sie durchbringen, dass nur mehr einer fliegt? Also kein zweiter mehr mit ist. Ja, die Fluggesellschaften möchten das durchbringen, das ist doch Kacke. Kein zweiter mehr notwendig ist. Hä? Noch nie gehört. Da würde ich aber auch nicht mehr. Ey, dann würde ich aber in den Airbus auch nicht mehr einsteigen langsam, ey, oder in so ein Dings. Ja, ich denke mir dann, ja, er kann das Teil eh alleine fliegen, kein Thema. Aber wenn irgendwas mit einem, der, also mit dem Piloten passiert, was ist dann? Ja, du kannst es theoretisch alleine fliegen, aber das ist ja ein Haufen Workload trotzdem, ne? Also. Ja. Alter Schwede, ja, da sind ja Fehler vorprogrammiert. Ja, und vor allem wenn dann was passiert, du kannst nicht voraussetzen, dass jeder den Airbus gespielt hat, der da hinten drinnen sitzt. Das kommt doch nicht bei dem Deutschen, der war alleine und die Maschine in den Berg knallen lassen, ne? Deswegen sind ja halt zwei dort. Ja, aber irgendwann kommt es wahrscheinlich, weil die Flieger so automatisiert sind und dann wollen sie sparen. Ja, ich glaube dann eher komplett ohne, wie alleine. Das wäre auch komisch. Drohnenpilot, ja. Nur noch Drohnenpiloten. Genau. Geil, ne? Ja, und dann wirst du gehackt und ab in das Center. Na, heute wird doch keiner gehackt. Es ist ja alles so sicher heutzutage. Ja. Also wenn du nicht willst, dass dir jemand deine Haustür ruiniert, dann sperrst du einfach nicht zu. Dann bricht keiner ein bei dir. Genau, stimmt. Chef. Ja, komm schon. Wir brauchen Kerscher. Nein, Kerscher kriegst du doch wieder nicht. Kann man das nicht einfach im Baumenü kaufen, ne? Doch, ich stell mal einen hin, warte mal. Ich muss noch gucken, der muss irgendwie ans, hinstellen, ja? An Feldrand. Das muss trotzdem auf meinem Grundstück sein, oder? Mhm. Ja, außer du hast diesen Platzierungsmod, dann kannst du ihn auch auf fremdes Grundstück stellen. Ne, ach siehst, den wollte ich noch machen. Überall platzieren und malen, aber das habe ich noch nicht. Mal schauen. Oh, jetzt hat der mir hier aber die Vorfahrt genommen. Der hat sich gedacht, so ein alter Osttraktor, ein alter Ost-LKW. Ja, aber das ist auf genau der Kreuzung, das ist Horror. Ich komme da mit meinem Unimog daher auf meinem Spiel mit 70, 80 und der nimmt mir die Vorfahrt. Hast du die gleiche Karte genommen, ja? Trotzdem? Ja. Ich bin auch auf demselben Feld wie du hier. Nur, dass bei mir schon ein kompletter Hof steht und ich immer noch das eine Feld habe. Naja, gut, du hast wahrscheinlich aber auch schon mehr Stunden drin, als wir hier im Multiplayer-Spiel. Ja und nein. Ich fange immer ein bisschen Plantagen und Koro nebenbei. Zeitvorlauf, Angebote und so. Ist halt ein Suchtspiel ab und zu. Ja, wir müssen chillen hier. Kercher. Ja, der LKW hier ist auch dreckig wie Huberts. Oh, jetzt fängt es wieder ein bisschen zu laggen hier. Oh, der hat gerade gespeichert. Das war aber bei allen gerade. Dann hat er gespeichert wahrscheinlich. So. Wo sind die denn drunter? Unter was fallen die? Dekoration? Nein. Muss ich aber wegen der Boeing nochmal fragen. Ja, Kercher. Wie hoch bist denn da geflogen? Anfangs. Ist Brio noch da? Weiß ich nicht. Brio, bist du noch da? Der ist wahrscheinlich wie sagst du immer, oder wie sagt ihr, Käffchen holen?
Ach, das gibt ja noch eine Eco-Person. Nee, Käffchen, Käffchen habe ich noch gar nicht gesagt zu. Nee, aber er sagt das Käffchen. Käffchen, ja. Oder? Käffchen, ja. Das ist typisch deutsch quasi. Hä, wie kann ich denn das Teil benutzen hier? E? Müsste, glaube ich, gehen. Ich muss aber mal Tastatur, warte mal. Hochdruckreiniger abschalten ist das. Ah, jetzt nimmt das in die Hand nochmal. Ich musste nochmal. Und mit B aktivieren. Ah, okay. Von oben nach unten. Quatsch, von unten nach oben. Nee, nee, nee. Das haben wir so im Osten gemacht. Lass es mal. Ich kann ja gar nicht. Ich muss B drücken und gleichzeitig den rechten Stick bewegen. Ich hab nämlich getauscht irgendwie. Eigentlich sind unsere Ostmaschinen auch nie dreckig geworden. Das ist nicht realistisch hier. Mhm. Ja, die hatten die Teflonbeschichtung. Nee, wir hatten einfach keinen Dreck im Osten. Okay. Konnten wir nicht leisten. Cool. Was? Alles fit bei euch allen? Ja, ja, alles fit. Beenden, Handgerät wechseln, nein, abschalten, zack. Einen Meter vorfahren. Also hier, wo ich stehe, ist der Hochdruckreiniger. Prio. Ja, der Prio ist irgendwie... Ach so, Entschuldigung, ja. Weg. AFK. Oder EFK oder keine Ahnung. Hat sich aber eigentlich nicht abgemeldet hier bei mir, muss ich ehrlich sagen. Tja, das nimmt man Arbeitsverweigerung. Wird den Lohn schon wieder kürzen, wenn ich ihn zahlen würde. Ja, aber du könntest ihn dafür verprügeln mit der Peitsche oder so. Ich habe noch keinen Peitschenmod gefunden. Und vielleicht hinten an den Traktor spannen? Und ein Stück mitschleifen. Kiel holen! Genau, Kiel holen. So, der ist sauber, schön. Erstmal abstellen, bis zum nächsten Mal. Er ist dann sicher sauber nach dem Kiel holen, ja? Ja, er dann auch, ja. Tiefengereinigt. So, ich glaube. Haben wir echt keinen Dünger mehr? Hast du alles verballert, ja? Keine Ahnung. Ich bin ja nicht zum Denken hier. Das stimmt. So, das Saatgut. Wenn du sagst, wir haben noch, ist es für mich in Ordnung. Nee, ist wirklich alles weg. Dann fahre ich mal schnell mit dem Traktor Dünger holen. Boah, jetzt muss ich wieder umkoppeln hier. Zapfwelle abkuppeln. Cool. Das ist ja auch eine Geschichte. Hallo Leute. Hauptsächlich komm. Die Steuerung. Doch, ich glaube, die Steuerung ist doch ein bisschen anders als. Mit dem Mod. Dem Mod liegt eh nicht, dass das heute nicht ging. Nee, das war nicht am Mod. Es war, glaube ich, wirklich einfach. Ich habe neu gestartet. Jetzt ging das auch. Der ist nächste Woche. Nächste Woche wieder aktiv. Schick mir mal einfach eine ZIP von deiner Version, die du hast. Nee, brauchst du nicht. Du brauchst dann nur. Du hast ja den Mod oben. Und jetzt gehst du dann einfach mal in diese Mod-Verwaltung rein und dann ziehst du, dass er für den auch ein Update zieht. Im Server kann er automatisch Updates ziehen, ja? Ah, okay. Ja. Weil da steht bei mir jetzt Updaten, wenn ich da gucke. Okay. Na, muss ich gucken. Und beim Server, beim Nitrado-Server, gibt's, glaube ich, auch eine Update-Funktion für die Mods. Naja, also ich mein, das ist halt die Frage. Im Spiel ist klar, da geht das, ne? Aber. Ja, beim Server hast du auch irgendwo ist ein Update-Abgleich-Dingsbums. Ah, da hinten steht ein Cache. Warum geht denn das jetzt hier wieder? Nicht? Hallo! Bist du dicht dran? Jetzt! Du wirst übrigens Kiel
Kill holen. Als Strafe für dein unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit. Ich bin kurz Englisch gegangen. Das wurde nicht genehmigt vom Chef und ich hab's gebetzt. Nee. Doch. Nee. Doch. Mitarbeiter des Monats, der petzt. Die Betsy petzt. Wie viel Saatgut hast du noch drin in der Maschine an Litern? Boah, du, mit meiner Bildung, keine Ahnung. Also eine Handvoll. Eine Handvoll, okay, also ungefähr 2000 Liter. Dann. Kleinere Hand. Alter! Nimm die Hälfte, dann passt mit der Hand. Die kleinere Hälfte Hand. Ich hab wieder jetzt das Gewicht vorne dran, der Anhänger ist leer. Jetzt schiebt er wieder vorne über die Räder wie Hubert. Man müsste theoretisch vorsichtig fahren, aber dann macht's keinen Spaß. Ihr seht, der habt ihr den vorhin genommen. Das ist der gleiche, der mir vorhin die Vorfahrt genommen hat. Fahr einfach über den Pferde. Zurück Vorfahrt genommen. Oi, oi, oi. Das ist richtig geil spannend, was ich hier mache. Was machst du? Vögel zählen. Noch immer? Ja, ich habe schon 55 Vögel hier gezählt. Die picken die Körner auf, die ich da hinten rausschmeiße. Doch. Oh nee, das geht nicht. Hause kaputt. Geht nicht. Okay, dann. Ich hab keinen Raketenwerfer. Dann brauchen wir noch 3-4 Mitspieler, die sich hinstellen als Vogelscheuchen und die Vögel vertreiben. Warte mal, ich schau mal mit dem Kehrsch aufs Feld. Ja, siehst du? Guck, der fliegt weg. Ja. Die Vögel, die da hinten bei mir sind, die picken da die Körner weg. Na, kannst du denen nicht einfach sagen, die sollen das lassen? Ich kann kein Vogelisch. Wenn du denen das vernünftig erklärst, verstehen die das bestimmt auch. Kannst du mal bei Emerson Langenscheid bestellen für mich? Ein Übersetzer, ja? Ja. Ja, was sind jetzt wieder kanadische Vögel? Müssen wir mal wieder aufpassen, was sprechen die? Sprechen die alle gleich? Ah, oder haben die Vögel auch noch unterschiedliche Sprachen? Da habe ich mich auch schon mal gefragt, wie das so mit Hunden und Katzen wohl ist. Ja, die einen reden Hundisch, die anderen Katzisch. Nee, ja, aber wenn du jetzt. Aber kann sich eine kanadische Katze mit einer deutschen Katze unterhalten? Genau. Kann die das? Nee, kann nicht. Nee, geht nicht. Die haben ja vielleicht auch Dialekt und. Miau-Unterschiede und so. Ja. Wäre schon interessant. Wie kommt man jetzt auf so? Wobei, ich glaube, bei den Vögeln ist das kein Thema, weil die wandern ja. Ich glaube, die sind so durch das, dass die so Weltreisen immer machen. Naja, aber die werden ja irgendwo geboren. Und haben ja dann erstmal die Nationalität von da und gehen ja da auch zur Schule wahrscheinlich. Ja, aber die. Die kennen ja andere Vögel, die viel herumkommen. Und ich glaube, dass die da relativ einfach neue Vogelsprachen lernen. Na ja, gut, ja, die sind ja auch unterwegs, können die sich ja gegenseitig die Sprachen mal beibringen, ne? Genau. Ja, die haben ja Zeit da oben, ne? Also ich denke, dass ein kanadischer Rabe einen europäischen Raben verstehen würde. Okay. Könnte zumindest sein. Aber gut. Und die Enten? Ja, die Fliegen, die sind ja auch Zugvögel. Na so, warte mal, die Raben sind ja keine. Also die brauchen eigentlich die Enten, weil Enten sind ja Zugvögel. Und genau, dann gehen die in die Entenschule und lernen quasi. Ja, ich glaube, Entisch ist halt so ein bisschen. Als ja, so Englisch halt, quasi. Mehr Multikulti halt. Ja, ja. Genau, genau. Sind die alle verzogt? Ja, alles verzogt. So, ich komme mit. Mit neuem Saatgut und Dünger. Verstehen die dich, wenn du das Saatgut kaufst? Du hast jetzt ja auch kein Englisch gesprochen. Na, das hast du nicht gehört. Ich hatte mich gemutet. Ich habe mit denen ganz normal Kanadisch gesprochen, ja. Kanadisch-Englisch. Kanadisch. Und hat Kanadisch, ja. Oat. Hm.
Aber die kennen mich schon. Die wussten schon, was ich wollte. Das hat eigentlich schon fast da gestanden alles. Hello, my friend. How are you? Jetzt fliegt er weg. Was fliegt weg? Ja, der Radar. Genau. Was für ein Knall. Was ist denn das überhaupt für ein Rabe? Ein Kolkrabe, ein Dingsbumsrabe? Nee, ist ein Schwarzrabe, ne? Schwarzrabe? Mhm. Hast du geschaut, welchen Schnabel der eigentlich hat? Bitz, ja, ein schwarzen. Ganz lang. Ja, ja, schwarz? Ja. Schwarz-grau. Könnte auch ein grauer Rabe sein. Da läuft auch ein grüner Rabe, Hilfe! Ein grüner Flamingo. Er will mein Saatgut klauen. Wie erkläre ich das dem Chef? Gar nicht. Du hast einfach schon wieder zu viel gekifft wahrscheinlich heute. Nee, ich nehme keine Drogen. Da läuft wirklich ein grüner Rabe. Mach einen Screenshot. Geht nicht, ich halte nee, das Lenkrad nee. Fest. Ohne mein Einverständnis jetzt hier nicht Screenshots von mir. Da muss ich dich verpixeln. Ja, bitte. Jetzt schleicht er sich ja noch. Wie kannst du in der Hocke fast so schnell sein wie ich mit dem Traktor? Alter, ich fahr 11 km/h. Lauf mal 11 km/h. Da fällst du um. Nach 100 Meter. Guck mal, rückwärts. Zack, 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 zack. Ich brauch nur die Stiege hochgehen. Wo ist denn der Schiff hin? Ja, der macht wieder Urlaub im Felde. Der Chef holt Nachschub, damit der Prio hier düngen kann. Oh, sieh dir die ganzen Raben an. Sind die eigentlich synchron? Nee, die sind nicht synchron. Ich hab doch gar keinen Träger. Aber eigentlich, ja, ich sehe eigentlich auch schon, dass die Zeit schon wieder fast um ist, ja. Aber wenn Earth nicht so viel quatschen würde nebenbei, wäre er schon dreimal fertig mit dem Feld, glaube ich. Ich war schon so. Es ist unglaublich. Ich es geht gar nicht. Man kann normalerweise gar nicht gleichzeitig fahren und quatschen, geht nicht. Also. Ja, nee, es darf. Es ist ein Zeichen, dass du dich nicht richtig konzentrierst und na, das kostet alles Arbeitszeit. Frag den grünen Raben, der hat gesehen, dass ich kein einziges Mal irgendwo stehen geblieben bin. Ich denke ja nicht mal mehr nach, wenn ich die Spur wechsle. Es geht schon automatisch. Automatisch ist das alles. Ja, ja. Tja, dann war's das wohl mit Mitarbeiter des Monats, ne? Warum? So, abkuppeln. Warte. Jetzt. Und den anderen Anhänger ankuppeln. Ich stehe schon hier. Das läuft ja am Schnürchen. Ja. Yes. Und dann müsstest du gleich aufladen können, ne? Dünger? Nachkippen können hier aus dem... Jupp. Geht das gleich? Jupp. Ja. Klappt. Ist das Dünger oder ist das jetzt? Nee, hier, Saatgut würde nicht reingehen. Okay. Glaube ich, also Saatgut würde er nicht machen. Die blauen sind Dünger, das passt schon. Oh. Punkte. Das, ja. Das sollte locker reichen auch. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Spuren hin und dann machen wir Schluss. Ich muss mal kontrollieren jetzt, was der Earth hier alles macht. Ich zähle jetzt mal die Körner durch, die er ausgesät hat hier. Ob das stimmt, dass die Vögel die wegfressen. Ja, ja. Dabei steckt er die wahrscheinlich heimlich in die Tasche, weil er keinen Lohn kriegt und verscheuert die nachher an der Getreidemühle. Nö, würde ich nie machen. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Ich vertraue dir. Ja. Das sagt mein Name. Das ist so ein kleines Feld. Wir brauchen ein größeres. Ah, nein.
Nein. Nächstes Mal kauft man hier das kleine Feld nebenan, da kommt ein Silo drauf und ein paar Hühner und dann... Ein bisschen Abwechslung schon mal und Schafe vielleicht. Oh, die Torti, oder wie heißt die? Die Torti brauchen wir, die Torti und die Bertha. Heißen deine Hühner so? Nee, die Kühe sind, die kommen zum Schluss. Nee, die Hühner können ja auch so heißen. Die Hühner können auch so heißen, ja. Ich hätte die Hühner jetzt Earth 1, Earth 2, Earth 3, Earth 4 und so weiter genannt, aber wir können es auch anders nennen. Die Urphilinen. Ja, Gabriel, ich weiß nicht, warum du mich abonniert hast. Weil der Almtal dir ein Abo geschenkt hat. Ach so. Jetzt muss der Gabriel ein Abo zurückschenken. Ja, das geht, glaube ich, nicht. Nee. Also ja, wenn du es bezahlst, klar. Aber Gabriel, bist du am Sonntag vielleicht beim Bausim dabei? Hast du da die Kontrolle wieder hinbekommen? Und Zeit vielleicht? Nicht drauf. Nein. Da hüpft ein Rabe auf meiner Seemaschine, ich sag's ja. Ja. Ach, zeitlich nicht. Alles gut, kein Ding. Braun Adler. Ah, Adler, Rabe. Also ein bisschen verblödet das nämlich schon, dieses ich fahr auf und ab. Quatsch. Uiuiui. Erstmal den Chef niederfahren. Ja, ich glaube, Alex hat letztes Mal ja auch Abos verschenkt. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Also. Ist das, ich glaube, 5. Ja, so 5 Abos. 20 Euro vielleicht? Ja, will ich schon nicht sagen, ne? 25? Kostet das bestimmt nicht. Naja, vor allem, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich JD vorher mit dem Gratis-Abo abonniert, dann hätte es jemand anders bekommen, weißt du? Mhm. 5 Abos, 20 Euro. Ich wollte ja nur vorne stehen. Da oben bei dem Ranking. Dass er jetzt sagen kann zu seinen Kindern, schau, ich hab was erreicht, ich stehe da oben. Ich hab einen Ehrenplatz. Und gleich habe ich es geschafft, nur mehr. Ja, eins, Gabriel, wir können die Tage quatschen. Das wird ja dann ähnlich wie mit YouTube sein, ne, mit der Verknüpfung. Ja, auf jeden Fall hat Almi hat vorhin 5 verschenkt und Alex hat letztens, glaube ich, sogar mehr als 5 verschenkt, bin gar nicht mehr ganz sicher. Nee, es waren auch 5. Waren auch 5? Okay. Wie schnell läufst du bitte? Na, wie langsam fährst du? Tritt einmal aufs Gaspedal. 11 km/h. Was ist denn das überhaupt für ein Trakt? Und was ist ich kann den Stick gar nicht so leicht antippen, dass ich so langsam gehe. Das ist schon echt ein bisschen... Achso, ich habe die Sprint-Taste gedrückt. Jetzt geht's langsamer, so. Jo, rein, Gabriel. Ich könnte ja mal Umschalt drücken, vielleicht geht's dann so wie beim Laufen. Nee, geht auch nicht. So, ich muss noch ein bisschen wachsen, ich nehme mal ein bisschen Dünger. Danke. Boah. Ja, guck mal, Earth, beeil dich mal, der holt dich ja mit dem Düngen gleich ein. Ja, das Düngen ist schon geil, das ist... Zack, fertig, brack. Da gibt noch Reiter, glaube ich, ne? Gibt's nicht noch einen 24 Meter Dünger? Oder das war ein Mod? Ne, 42 gibt's noch. 42 Meter so ein, als Mod zum Vorspannen, so ein kleines Teil. Hm? Also so ein ohne... Das ist ja zweimal drin. Im Landwirtschaftssimulator hast du standardmäßig keine großen Geräte. Ne, musst alles als Mod irgendwie besorgen.
Die Dinger gibt's ja alle. In echt. Ja, das Problem ist nur, also auf so einem Server kannst du ja nicht 2 Millionen Mods draufhauen, ey. Das kommt ja keiner rauf dann vor lauter Runterladerei. Es gibt doch auch jetzt, glaube ich, einen Mod. Nee, warte mal. Nee, das ist Unterfußdüngung, das ist was anderes. Nee, denn wenn du Fahrzeuge auf den Server haust, du hast ja genug Modspeicher, ich glaube, dass das egal ist, weil die Spieler haben ja die Mods. Performance ist, glaube ich, nur die Script-Mods. Naja, aber es hat nicht jeder die ganzen Fahrzeuge, ne? Ah, willst du auch noch andere Arbeiter als uns, oder wie? Nö, nee, weiß nicht, wenn zum Beispiel Almi da wäre und Onkel, Gurke oder so, dann wären wir schon zu fünft. Aha. Kann ich durchziehen, oder? Muss ich jetzt Ich glaube nicht, nee, warte mal. Nee, mach's mal einfach, du musst beim Düngen. Ich will gucken. Ob's zählt oder nicht. Wenn du nachher drüber... Wenn du dann drüber säst. Das nimmt er. Theoretisch schon, ne? Müsste passen. Weil eigentlich ist der Dünger im Boden drin, ist halt eigentlich kackegal, ob du hinter den Samen rufen hast oder vorher. Genau. Wenn ich jetzt drüber fahre, ist es ja sogar im Boden. Ja, noch besser. Ja, wer hat in Ruhe, habe ich die Folge 15 nicht in die Solaranlage gemacht? Okay. Nicht eingereiht in die Playlist, hole ich nach. Ja, Almi, wäre das mal in Ruhe gesund. Und wenn das nächste Mal klappt, ist es schön. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Der Earth muss dann halt beim nächsten Mal für zwei arbeiten. Das mache ich schon die ganze Zeit. Ich habe jetzt noch eine Fingerbreite, das heißt, ich schaffe das Feld nicht mehr. Warte mal, dann komme ich mit dem... Ah ne, Traktor ist nicht da. Saatgut steht hinten. Wir können aber dann auch langsam Schluss machen, also wir müssen jetzt nicht das Feld fertig machen unbedingt. Das kann ich auch dann offline wieder oder so machen. Warum ist da so ein Ausding drinnen? Warum ist das so eine helle Stelle? Was ist da passiert? Ich bin ja schon gefahren. Ja. Alter! So, jetzt. Du hast die einfachere Maschine. Aber hier ist, also vom Tooltip her ist hier nichts zu sehen. Kein Unterschied. Ist alles richtig, alles gut. Ah, das siehst aber du auch, okay. Naja, ich sehe es auch. Pass auf. So, jetzt ist er weg, die Stelle. Ah, da hier war schon aus Versehen irgendwas gedüngt doppelt oder so. Jetzt ist es weg. Siehst du das? Mhm. Sehr eigenartig. Hat er vorher wahrscheinlich hingepinkelt. Ja, vermutlich. Das war der Rabe. Der Grüne. Warum zählen denn jetzt hier eine Stelle schon als 100% gedüngt? Musste man nicht eigentlich eine komplette einen Monat warten zwischen den Düngestufen? Doch, ne? Ja, ist der Dünger nicht... Das verschwindet ja nicht sofort nach der Ernte, oder? Die ganze Düngerstufe. Bleibt da nicht was im Feld? Ich weiß nicht. Gedüngt war? Eigentlich nicht, glaube ich. Ich kenne es jetzt wieder nicht, weil ich jetzt ja mit dem Precision spiele und da verschwindet der nicht komplett. Fahren wir nochmal kurz, ja, fahren wir in die Richtung nochmal ein paar Meter weiter kurz. Machen wir Dünger an. Nochmal an. Nee, nimmt er nicht als doppelt. Also da muss da oben noch irgendwie was. Ach, weißt du was, vielleicht war da hier was nicht abgeerntet. Wenn du das hier zum Beispiel, glaube ich, drunter butterst. Dieses kleine Stück, das kann sein, wenn du das mit unterflügst, dass das als gedüngt zählt. Nochmal eine Stufe. Dass da vielleicht so ein klein bisschen Getreide noch gestanden hat. Darf ich jetzt genau die letzte Bahn nicht mehr?
Oh, das haben wir auch gut gearbeitet heute. Das kann ich nicht stehen lassen, die letzte Bahn. Das geht nicht. Nee, ich kann es aber auch eigentlich nicht. Ich muss auch mal fertig machen. Aber wenn du Pech hast, müsstest du zwei Bahnen fahren hier. Ja, muss ich halt noch schnell zwei fahren. Ich kann das nicht. Ja, ich bleib bei dir. Dieses Gebüsch hier, was da steht. Boah! Klapp mal ein, sonst kannst du, glaube ich, nicht aufladen. Kommst nicht dich genug an den Hänger ran, glaube ich, hier. Hier ist ein bisschen was. Und auf dem Anhänger sind zwei neue Big Bags hier. Oh, ich bin jetzt die ganze Zeit nur links und rechts gefahren. Ich weiß nicht, wie die Maschine funktioniert. So. Ja. Die Maschine. 216 Liter waren das. Wo ist noch was hier? Yes. Yes. Ich komme. Jo. So, und wir haben ungefähr, naja, 50.000 Öcken, Entschuldigung, 50.000 Geld im Silo. Ja. 50.000 Geld im Silo. Ich glaube, beim nächsten Mal Grundstück kaufen. Ah, Dagobert Duck, der hat ja auch einen Silo mit Geld. Ja. Aber der hat Scheine, ich habe Münzen. Ne, der hatte gemischt, ne, glaube ich. Ja, Goldtaler. Ja, der hat Goldtaler hatte der. Genau, Goldtaler. Ja, Goldtaler. So, jetzt bin ich gespannt, ob das hier 100% gedüngt ist, dieses kleine Stück. Warte. Und? Wahrscheinlich zu klein, ne. Ja, nee. Aber bei der, vorhin, wo die 100% war, da war nichts, wie ich da gefahren bin. Das war alles abgeerntet, das war sauber. Ja, ist das vielleicht irgendein Fehler? Ich glaube, dass die Raben da hingeschissen haben. Ja, hat wirklich einen hingepinkelt. Das kann durchaus sein, wollte ich gerade sagen. Oh, nee, das Feld. Ah, warte mal, hier ist doch ein Feld benötigt Kalk. Guck mal. Benötigen beide Kalk? Ich muss mal schauen. Ja. Dann, genau, dann werde ich die Tage nochmal. Nee, müssen nicht beide kalken. Nur das. Aber ich werde gleich beide kalken, sonst. Bei mir? Nee, Entschuldigung, bei mir, es muss gewalzt werden. Komm mal aus dem Tritt, genau. Das erste Feld muss noch zusätzlich gekalkt werden. Das mache ich dann die Tage. Dann kalke ich und dünge die zweite Stufe. Dann können wir beim nächsten Mal erweitern. Kalken, ne? Wie bitte? Düngen und. Kalken und walzen müssen wir. Ja, und düngen dann ja auch nochmal. Da ist ja bis jetzt nur 50%. Genau. Ja. Uiuiui, was für eine Arbeit. Ja. Ja, so betrachtet ist der Landwirtschaftssimulator schon irgendwie sehr Schwerstarbeit. Für einen PC. Ja. Für einen PC. Vor allen Dingen, gibt es hier irgendwo eine Kalkstation? Zum auf dem Hof hinstellen oder meinst du den selbst Kalk machen? Nee, ob es die Steine. Ob es schon irgendwo. Nee, nicht selber machen, ob ich hier was zum Aufladen habe. Hier ist Kalkstation, okay. Die ist direkt in der Nähe sogar. Nochmal Kalk holen. Das Problem ist ja auch, wenn du mit den Steinen spielst, du kannst ja gar nicht so viel Kalk verarbeiten, dass du die Steine immer zermalst und Kalk damit machst. Ja, das ist mir auch echt zu viel Aufwand mit den Steinen. Ja, das und ist toll. Das ist auch unrealistisch, so viele Steine wieder jetzt mal rauskommen. So, ich bin aber dann weg für heute. Ich auch gleich. Ja. Bist du nächste Woche vielleicht wieder dabei, oder? Ja, natürlich. Okay. Auch schon Kalender. Dann sehen wir uns spätestens nächste Woche. Oh, nee, warte mal, nächste Woche. Zahnarzt. Juhu, boah. Oh Gott, nee, mit Zahnschmerzen? Okay. Ja. Nee, hab ich nicht. Nee, ich bekomme einen neuen Zahn. Noch besser. Neuen Zahn. Ja. Kannst du dir dann in den Schrank stellen zum Angucken, oder was? Nee, ich mal Kalk. Dann haben wir ein bisschen Kalk fürs Feld. Naja, also ein Goldzahn wird es nicht sein bei dem Lohn, den du hier bekommst, oder? Nee, leider nicht. Ne? Du bist fertig, fährst nochmal gucken? Ich bin nicht fertig. So, ich probiere dann zusammen. Ich schreibe euch. Haut rein, Jungs. Hau rein. Tschüss.
Eine schöne Nacht. Danke, dass du dabei warst. Ciao. Ach stimmt, hier oben ist noch was. Ja, 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 nein! Ja, reicht nicht. Ja, jetzt machst du hier aber eine Lücke, dass du zweimal... Ja! Ja. Scheiße. Ja. Und das alles nur wegen dem fehlenden Add-on. Ja, weil ich nichts zum Trinken bekomme. Ja, das musst du dann mit deiner Freundin klären. Nee, weil die hatten Getränke, dass ich gerade ausfahren kann. So. Es wird jetzt nochmal künstlerisch beseitigt. Jetzt dann machen wir es auch gleich auch sauber. Was meinst du mit sauber? Das Teil hier. Ich muss nochmal gerade durchrechnen. Die Mietkosten, ob ich es zurückgebe. Weil kannst du es dann nicht irgendwann billiger kaufen? Na, 6. Nee, das kostet noch über 100. Es ist nur die Frage, ob es. Weil das kostet, glaube ich, im Monat 1,2. Ja, aber lass mich noch vorher das Saat-Dingsbums ausleeren. Ja, ich geb's nicht zurück. Ich gucke schnell. Das sind auch 6 Meter. Aua! Ihr habt's gemerkt. Nee. Doch. Nee, du warst im Menü. Naja, das gebe ich zurück. Das gebe ich zurück, weil wir 6 Monate quasi ja zwischendurch das Teil nicht brauchen. Kercher? Ja, ja. Obwohl, wenn wir es zurückgeben, brauchen wir es nicht sauber machen. Hm. Wie beim Leasing. Fährst du nochmal außen rum jetzt? Nein. Ich kann die Fehler nicht stehen lassen. So. Ach hier, diese, ja. Sehr schön. Nein, hast du gut gemacht. Ist ja auch ein bisschen Ertrag nachher, ne? Ich wollte ja, dass du es wegmachst, aber du hast gesagt später. Ja, jetzt später mal einmal hier rum. Ja. Ist noch alles, kostet alles noch Geld, ist noch nicht kostenlos. Muss ich auch noch installieren, kostenlos Terraforming oder so. Na gut, das kostet ja bei mir auch, aber das sind ja, glaube ich, das kostet nicht viel. Ah, wenn man sich vermalt, ab und zu geht das ganz schön ins Geld nachher irgendwann. Nee, aber ich glaube, richtig Terraforming ist teuer, ne? Texturen geht noch gerade so. Boah. Lass stehen. Komm, wir machen Feierabend. Liebe Leute, wir machen Feierabend. Wir beenden den Stream. Jawohl, Stream beenden. Sonst dreht der Earth noch durch, jo. Also, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Und für mein Gehirn. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann. ciao, entweder ciao. Sonnabend zum Bausimulator oder halt nächste Woche Mittwoch wieder beim Landwirtschaftssimulator. Ciao, ciao.